Renntage. Immer gleiche Vorbereitungen, gleicher Ablauf, gleiches Essen, gleicher Zeitplan fürs Warm-up. Und doch ist es für mich jedes Mal wieder etwas Besonderes, etwas, auf das ich mich freue und das gleichzeitig eine gewisse Anspannung auslöst. Egal, ob es jetzt ein WM-Rennen in Rio de Janeiro ist oder ein kleines Trainingsrennen im idyllischen Bayern. Genau dahin geht's auch auf der heutigen Reise wieder, nämlich nach Stadt Steinach zur Bayerischen Meisterschaft im Bergzeitfahren. Bergzeitfahren, das bedeutet, man startet auch wie bei einem normalen Zeitfahren einzeln auf die Strecke im Abstand von 30 Sekunden meistens. Da es nahezu durchgehend bergauf geht, fährt man aber anders als bei einem regulären Zeitfahren auf dem Straßenrad, meistens zumindest. Das habe ich dann sogar gewichtstechnisch noch optimiert, das heißt, ich habe die Flaschenhalter abgeschraubt und auch abgewogen und gewägt, welche Laufräder die besten sind, hohe Laufräder, meine normalen mittelhohen Laufräder oder vielleicht sogar die Scheibe. Am Ende sind es jetzt meine regulären 44 mm Laufräder geworden. Die haben sich als die deutlich leichteste Variante herausgestellt und sind aerodynamisch jetzt ja trotzdem auch nicht katastrophal. Insofern werde ich die mit neuen Reifen nochmal drauf und leichten TPU-Schläuchen fahren. Also, denke ich mal, ein ziemlich gutes Setup für ein Bergzeitfahren. Zweimal bin ich hier in Stadt Steinach schon gestartet, weiß also, was auf mich zukommt. 4,5 Kilometer ist die Strecke lang, dementsprechend eher ein kurzes Vergnügen. Es geht zuerst relativ flach dahin ein kurzes Stück, dann geht es eben langgezogen durch den Wald, den Hauptteil nach oben und am Ende wird es dann nochmal flacher, sodass man entspannt ins Ziel rollen kann. Der Anstieg hat so in etwa, ich glaube knapp 10% im Durchschnitt Steigung und an den steilsten Stellen aber fast 18%. Dementsprechend muss man da schon ordentlich in die Pedale treten, um nicht umzukippen. Renntage. Immer gleicher Ablauf, gleiches Essen. Gleicher Zeitplan. Jetzt aber genug mit dem sentimentalen Gerede. Warm-up ist geschafft. Jetzt ab zum Start und 12 Minuten Vollgas in die Fresse. Geschafft. Und yes, ich glaube, müsste für eine neue Bestzeit gereicht haben. Genau habe ich es nicht gesehen im Eifer des Gefechts, als ich über die Ziellinie gefahren bin. Aber ja, hat sich gut angefühlt, schnell. Ich denke, von den Watt her müsste es ungefähr das gleiche gewesen sein wie letztes Jahr. War saukalt, insofern vielleicht sogar ein Ticken weniger. Aber im Ganzen war das Setup, denke ich, sowohl ich als auch das Rad nochmal ein Ticken leichter. Und ja, wie gesagt, saukalt war es, deswegen ziehe mir jetzt dann auch gleich erstmal an, fahre mich aus und dann noch Siegerehrung und dann alles zusammenpacken und dann geht es wieder ab nach Hause. Renntage. Immer gleicher Ablauf,
gleiches Essen, gleicher Zeitplan. Trotzdem ist es eben jedes Mal wieder was Besonderes. Ich bin froh, wenn alles gut geklappt hat, ich eine gute Leistung abrufen konnte und vor allem sturzfrei. Wir wissen ja seit dem, ich schätze mal, vorletzten Video, das werde ich hier oben verlinken, dass es auch nicht selbstverständlich ist, wieder zurück bin. Wenn euch das Video jetzt zum Bergzeitfahren gefallen hat, schaut euch gerne auch das Video noch zum Zeitfahren Leutzenkirchen an. Das, wie gesagt, habe ich ja gerade schon verlinkt und das kommt auch nochmal in die Shownotes. Außerdem freue ich mich natürlich wie immer über ein Like des Videos und ein Abo des Kanals. Vielen Dank euch allen da auf jeden Fall für die mega Unterstützung hier auf YouTube. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, schöne Woche euch, gebt Gas und pushing Paracycling.